Sura 61 Es-Sof, die Einreihung, offenbart zu Al Madina 14 Ayat. Im Namen Allahs des Al-Abarmas, des Barmherzigen. Es preist Allah, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und er ist der Erhabene der Allweise. O ihr, die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Höchst hassenswert ist es vor Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut. Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die für seine Sache kämpfen, in eine Schlachtordnung gereiht, als wären sie ein festgefügtes Mauerwerk. Und da sagte Moses zu seinem Volk, O mein Volk, warum kränkt ihr mich, wo ihr doch wisst, dass ich Allahs Gesandter bei euch bin? Als sie dann vom Glauben abschweiften, da ließ Allah ihre Herzen abschweifen, und Allah leitet kein frevelhaftes Volk. Und da sagte Jesus, der Sohn der Maria, O ihr Kinder Israels, ich bin Allahs Gesandter bei euch, der Bestätiger dessen, was von der Tora vor mir gewesen ist, und Bringer der frohen Botschaft eines Gesandten, der nach mir kommen wird. Sein Name wird Ahmed sein. Und als er zu ihnen mit den Beweisen kam, sagten sie, das ist ein offenkundiger Zauber. Und wer ist ungerechter als der, der gegen Allah eine Lüge erdichtet und selbst zum Islam aufgefordert wird? Und Allah leitet kein ungerechtes Volk. Sie wollen Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen, doch Allah wird sein Licht vollenden, auch wenn die Ungläubigen es verwünschen. Er ist es, der seinen Gesandten mit der Führung und der wahren Religion geschickt hat, auf dass er sie über alle Religion siegen lasse, auch wenn die Götzendiener es verwünschen. O, die ihr glaubt, soll ich euch den Weg zu einem Handel weisen, der euch vor qualvoller Strafe retten wird? Ihr sollt an Allah und an seinen Gesandten glauben und euch für Allahs Sache mit eurem Gut und eurem Blut eifrig einsetzen. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Er wird euch eure Sünden vergeben und euch in Gärten führen, durch die Bäche fließen, und in gute Wohnungen in den Gärten von Eden. Das ist die große Glückseligkeit und noch etwas anderes das ihr liebt wird euch zuteil sein hilfe von allah und naher sieg so verkünde den gläubigen die frohe botschaft o ihr die ihr glaubt seid allahs helfer wie jesus der sohn der maria als er zu den jüngern sagte wer sind meine helfer für allah die jünger sagten wir sind allahs helfer so glaubte ein Teil der Kinder Israels, während ein Teil ungläubig blieb. Da verlieren wir denen, die glaubten, Stärke gegen ihren Feind, und sie wurden siegreich.